Oh, so YouTube, hallo, herzlich willkommen. Ja, in der letzten Aufnahme musste ich ja kurz schnell weg. Bin wieder da, musste eine ganz spontane Pause einlegen. Mal eine kürzere Folge, ihr hattet ja auch 36 Minuten Folgen. Dann tut eine 26 Minuten Folge, glaube ich, auch nicht weh. Und dann bauen wir jetzt erstmal noch ein paar Autos ab. Und sind, glaube ich, da auf einem guten Wege. Zack. Ich frage mich immer noch, wann spawnt der Hund oder wo spawnt der? Ich kann auf jeden Fall hier gut Zeug mitnehmen. Da ist er. Da ist die Hundehütte. Ich habe irgendwie Bock, mich mit dem Hund anzulegen. Natürlich aus gegebener Entfernung, nicht? Oh! Dann ist er im Haus. Da ist er. Da krieg ich dich doch nicht. Wo bist du? So. Erwischt haben wir ihn. Hallo, my Funfact Green. Mal sehen, wer gewinnt. Na, der Hund nicht. Mit meiner Cheat-Taktik. Aber mit Hunden habe ich es nicht so. Zum Glück ist nur einer. Und jetzt wartet der große Bruder des... Hä? Ich kann ihn hier nicht aufnehmen. Der große Bruder des Hundes hinter der Ecke. Du da? Hast du gerade meinen kleinen Hund umgebracht? Okay. Jetzt kann ich ihn aufnehmen. Oder es wartet noch ein zweiter hier oder so. Das wäre auch lustig. So, zerstören wir. Wir wollen keine Hunde. Okay. Oder drin sitzt noch einer. Bei uns fahren oft die Leute mit ihren Sportwagen. Da hört man, wie sie beschleunigen. Und dann knallt es immer. Ich hoffe im Spiel und nicht in echt. Ah, eine Tausender-Tür. Kaffeeautomat. Geil. Wasser. Gut, brauchen wir nicht mehr. Was können wir mit der noch auseinandernehmen? Fernseher. Ah, obwohl, die Kaffeemaschine. Die Dinger sind gar nicht schlecht. Mülleimer, nee. Stühle, nee. Nee. Wenn da keiner drin ist. Da sind auf jeden Fall welche. Du Scheiße. Sind ja ein paar wenige. Ey. Entschuldigen Sie. Oh oh. So. Mal ein bisschen entschleunigen die ganzen. Okay. Ich glaube, das Gröbste haben wir damit. So. Ja. Keine Gefahr für uns. Wir sind ja Profis. Solange es, bis es zur Blutmondnacht kommt. Und dann schreie ich nach Mama. Ich
Kannst jetzt schon spüren, das wird eine heftige Blutmondnacht. Oh, passing gas. Ist gar nicht schlecht, weil ich glaube, wir können sogar schon andere Sachen herstellen. Vielleicht kriegen wir sogar schon ein kleines Fahrzeug zusammen dann. Wäre nicht verkehrt, oder? Munition noch? Ah, verstärkte Truhe, blöd. Na. 700 Eisen. Auf jeden Fall eine starke Runde für Eisen. 13.34 Uhr. Wir sind aber auch schon wieder voll. Wir könnten noch ein Wasser trinken. Lohnt sich nur noch nicht. Wir können auch noch was essen. Lohnt sich aber auch noch nicht. Wir könnten hier so eine Zwischenkiste hinsetzen. Oh. Okay. Glück gehabt. Was ist das hier? Gesundheit, maximal Ausdünnungsbund, Nahrung. Komm. Dafür nehmen wir die Sandwiches nicht mit. Was soll ich mit denen? Wow. Okay. Oh, da ist sie. Okay, da haben wir eine bessere. Die Schatzkarte. Die Batterie, da ist eine 5er Batterie. Okay, die nehmen wir mal weg. Die Schatzkarte nehmen wir auf jeden Fall. Was ist da noch drin gewesen? Bandage. Wir brauchen auf jeden Fall Munition. Ach komm, wir essen das hier. Wir haben ja ein bisschen Hunger. Dann passt das schon. Weiß nicht, sollte ich hier weitergehen? Kleiderhaufen. Okay, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hinter dem Vorhang da links, oder? Nein. Oh, noch ein Verbandskoffer. Komm, hier verrottenes Fleisch. Ach komm, das kann hier bleiben. Okay. Ich würde sagen, das war höchst erfolgreich alles. Jetzt sind wir nicht so weit gekommen, wie ich wollte, nicht? Die Branch ist fast kaputt. Ich hoffe, wir können die zu Hause mit einem Reparaturkit oder irgendwas wieder reparieren. Aber das klappt. Wir stehen auf jeden Fall besser da als vorher durch die eine Ranch. Wir können eine Werkbank bauen. Vielleicht gehen wir auch zurück und bauen eine Werkbank. Kann er noch irgendwas sortieren? Nee, nicht wirklich. Ah, das können wir wegschmeißen. Ja, okay, ist egal. Wir essen was, dann sind wir ein bisschen schneller. Vielleicht sollte ich mich auch nicht hocken, damit ich langsam laufe. Und trinken hätten wir auch nochmal dabei. Das Spiel wird uns so krass ärgern. Jetzt in der nächsten Nacht. Oh, es wird uns so fertig machen. Ich habe so eine Bedenken.
Was wir auf jeden Fall können, nochmal Stacheldrahtzaun herstellen. So, ich glaube 5 oder so. Und Holzstachelfallen, ja, 25 könnten fast sogar reichen. Dann kann er die schon mal vorproduzieren, bis wir zu Hause sind. Und dann wird's eng. Ich habe so ein richtig ungutes Gefühl. Kennt ihr das? Habt ihr das auch manchmal? Einfach so, irgendwas wird nicht gut gehen. Da wird irgendwie so ein Spucker kommen und uns das Holztürmchen direkt weghauen. Und wir sind gar nicht vorbereitet. In welchem Film ist denn das? Gibt irgend so einen Zeichentrickfilm? Ist das Moby Dick oder so? Oder Dumbo? Ich weiß gar nicht mehr. Wo dann einfach alles zertrümmert und zerdeppert wird. Was nicht vorbereitet war auf das, was kommt. Oh. Entschuldigen Sie, wir haben keine Sprechstunde für Sie. Sprechstunde wieder morgen ab 8 bis 11. Ja, halten Sie sich bitte dran. Immer dieses Personal. Unfähig. Kann ich die Werkbank hier schon machen? Nee, nicht. Ich habe nicht alles dabei für die Werkbank. Und wo ist die Schatzkarte? Oh, da liegt der Schatz. Da wollten wir eh hin, aber das machen wir nicht mehr. Und da ist die eine Schatzkarte und die andere ist da hinten. Ja, bitte? Entschuldigen Sie, Sie haben da einen Pfeil von mir im Kopf stecken. Danke. Wenn ich aus der Hocke gehe, bevor der Pfeil ankommt, zählt das nicht mehr als geduckt. Das ist auch ein kleiner Bug. Weil nur weil ich aufstehe, hat ja der Pfeil muss doch die Condition haben, nicht ich, oder? Weiß nicht. Lebt die Mikrofliege noch? Die kommt immer mal wieder an. Ich weiß gar nicht, was das halt ist. Aber die sind auf jeden Fall sehr lästig. Vor allem, ich finde bei Fliegen, Wespen und Co. nicht, die können ja sitzen und machen, was sie wollen. Aber die müssen immer ins Gesicht rumpümmeln. Also sorry, aber da ist eine Grenze, würde ich sagen. Wobei ich jetzt gelernt habe, Wespen müssen so umherfliegen, weil die so nur 3D sehen können oder beziehungsweise überhaupt was wahrnehmen können. Die können keine... Wenn sie stehen, sehen sie quasi nicht richtig. Die müssen durch die Bewegung, können sie die Sache viel besser einschätzen. Deswegen machen die mal so. Damit sie überhaupt wissen, was los ist. Eigentlich sind sie nur blind, die armen Dinger. Deswegen sehen sie auch keine Scheibe oder so. Und hallo, Psyche Polonia. Willkommen zurück. Vollmondnacht hast du nicht verpasst. Du hast nur verpasst, die kleine Fliege ist wieder da, die mir laufend in die Nase fliegt. Dann soll sie wenigstens in den Mund fliegen, dann kann ich sie einfach aufessen. Dann hat sie ihr Ziel erreicht. Wahrscheinlich legt sie dann 800 Eier in meinen Körper ab, die über Nacht ausbrüten. Die Maden fressen mich von innen auf. Na, danke auch. Habe ich hier richtig Lust drauf. Wir sind bei Tag 19 und wir spielen ja 10 Days to Die. Das heißt, wir haben noch, ja, noch ein bisschen Schonfrist. Aber ich sage, es wird nicht gut ausgehen. Kein Platz im Inventar. Ja.
Ich glaube, ressourcentechnisch und so ist eigentlich auch alles fein. Oh, Eisen vielleicht noch ein bisschen. Kommen wir wirklich über 1000 Eisen. Jawohl. Hör mir auf mit den kleinen Fliegen. Hab Tomatenpflanzen. Gott, hab eine Plage. Ja. Aber wir haben einmal den... Wir haben so eine große Mülleimertüte. Und wir haben... Ich weiß gar nicht, was da reingefallen ist. Da muss irgendwas in den Restmüll gefallen sein. Einen Tag später, als es so warm war das erste Mal. Boah, so viele kleine Maden. Wirklich instant. Direkt den Müll rausgebracht. Boah, war das eklig. Jetzt gucken wir mal, dass wir den noch... fast täglich rausbringen. Bei dem Wetter hast du ja kaum eine Chance gegen die Viecher. Das ist so ekelhaft. Jetzt machen wir alles, was irgendwie schimmeln könnte oder irgendwo, wo Essensreste dran sind, kommt bei uns jetzt in eine Extratüte und die kommt in Müll, damit der Müll dann nicht überrannt wird. Wie von kleinen Zombies. Oh. Ja, ist ganz schlimm dieses Jahr. Dafür aber weniger Wespen und Co. Nicht? Muss man ja auch immer das Positive sehen. Oh, Yucca dürfte... Ist immer noch nicht fertig. Oh, schade. So. Wir packen erstmal das ganze Essen weg. Ist gar nicht so viel. Ist gar nichts, nicht? Wir können noch mal das wegpacken. Und Wasser kochen. Wo ist Holz? 10 Minuten. Okay, brauchen wir gar nicht. So, Wasser kochen. Ich habe auch Fleisch, oder? Ah ne, das Fleisch haben wir schon weggemacht. Okay. Die Sachen können wir kurz wegräumen. Das kommt dahin, Steine kommen dahin, Pfeile kommen dahin. Munition kommt nach hier, das brauchen wir da gleich. Das sind Autoteile. Und das ist Medizin und das sind Mods und das ist Wasser. So, jetzt macht das viel mehr Sinn. 228. Okay, Medizin haben wir noch. Haben wir auch gut Vorräte. Gefällt mir. Mache ich auch täglich. Frau stellt immer den Sack vor die Tür. Wenn ich Gassi gehe, nehme ich es gleich mit. Ja, ist die einzige Chance, die man hat. Sonst ist man wirklich verloren. Okay, Motoren haben wir genug. Wir haben eine richtig gute Batterie. Wir haben genug davon. Ich hoffe auch genug Reifen. Upsi. So. Das können wir auch dahin packen. Und jetzt Werkbank nochmal. Ich hoffe, es klappt. Verfolgen. So, wir brauchen die mechanischen Teile. Holz haben wir. Wir brauchen die. Haben wir. Wir brauchen das. Haben wir. Und wir brauchen das. Haben wir. Alle Zutaten für die Werkbank erhalten. Wir fertigen sie. 6 Minuten bis zur Werkbank. Genialikus, würde ich sagen. So, dann können wir hier nochmal das Eisen zur Hälfte einschmelzen, würde ich sagen. Das finde ich zum Beispiel auch. Warum kann ich das Eisen überhaupt da oben reinlegen? Immer passiert mir das. Und dann können wir nämlich noch mehr Stangen machen. Jetzt ist Blutmond, oder? Nö, ist ja Tag 19. Tag 20. Dauert noch eine Nacht. Steht aber oben, da steht's. Oder da, je nachdem, wer wo guckt. Und dann ein Fahrrad. Das ist genau die Sache, Psychopolonia. Jetzt erstmal die Werkbank und dann ein Fahrrad. Die Frage ist, wo stellen wir die hin? Ich würde sagen, hier hinter, nicht? Passt doch perfekt. Dann haben wir das hier alles gut ausgenutzt. Ja. Gefällt mir. Die Frage ist, machen wir Pflastersteine noch irgendwas mit denen? Dass wir Sachen verstärken. Hm, da hätte ich eigentlich schon Lust drauf. Oh.
Shit, wartet. Die muss ich weglocken. Oder gehen die vorbei? Nee, die würden genau auf die Verteidigung zurennen, nicht? Mann, sage mal. Na, sage mal. Alter! Geht doch. Ich geb's auf. Na, sage mal. Okay. Ich treff die gerade einfach nicht. Ich glaube, die anderen laufen auch einfach dran vorbei. Anscheinend, das sind viele, das sind noch wenige, das ist eine kleine Horde nur. Aber wenn ich die nicht getroffen habe. Davor gezielt, dahinter gezielt, da drauf gezielt. Also der Spielstand ist auf jeden Fall cursed, was die Treffersicherheit angeht. Also im anderen, da kann ich nach oben ziehen und ich töte den Zombie vor mir. Gleiche Einstellung, nur eine andere Karte. Keine Ahnung, warum das hier so krass anders ist. Ah, oh, sie sind aber ganz knapp vorbei. Das ist gut. Wuff, wuff, wuff. Aua. Ich hoffe, die drehen nicht nochmal ab oder sowas. Ich glaube, die laufen immer in eine Richtung dann, nicht? Dass die mir halt irgendwas zerdeppern. Oh nee, die sind da hinten. Sehr gut. Ja, nicht? Und hier kommt der eigentliche Verteidigungsturm dann hin. Mit Anschluss nach da drüben. Ich habe auch Probleme. Mit dem Bogen ist richtig schlimm. Okay, sehr gut. Aber ich wundere mich halt, warum es in einem Spielstand gut läuft und im anderen so schlecht. Also, das hat ja auch nichts mit Fähigkeiten mehr zu tun, sondern ist ja irgendwie relativ random. Und das nervt mich, sowas. Oh, ich glaube, hier drin waren sie auch. Aber hier. Okay, shit, wir können gar nicht mehr Baublöcke machen, weil die Werkbank noch läuft. Aber wir haben ja noch 19. Das sollte erstmal reichen. Ich mache da einfach so eine kleine Wand hin, nicht? Muss ja nichts Großes sein. Hier, Platte, ist das mittig? Nee, ist nicht mittig, oder? Das ist Platte. Plattenlaufsteg? Nee. Oh, es ist echt zu unübersichtlich, muss ich mal sagen. Und ich weiß ja auch nicht, was ich suche, nicht? Mal heißt es Platte, mal heißt es so, mal heißt es das, Blech. Platte, da, einfach nur Platte, das habe ich gesucht. Okay. Und dann aber die drehen. Du bist immer noch hier. Ich habe mich schon gewundert. Aber gut, dass du es erwähnst. Ach, das Stacheldraht. Ach so. Und hier ist die Tür. Bei der Tür bräuchte ich geschmiedetes Eisen. Ah, aber die Pfosten können wir reparieren. Das ist gut. Ah, die können wir auch verstärken. Sehr gut. Darf hier nur nicht runterfallen, dann bin ich tot. So. So. Kann ich hier noch irgendwas? Das können wir noch verstärken. Das da unten ist. Da ist irgendein ganz kleiner Rahmen, der nicht verstärkt ist. Okay. Nee, das wollen wir nicht verstärken. Das können wir nicht. Da haben sie ein Loch reingerissen, oder? Ist da auch... Nee, das ist auch Stacheldraht. Okay. Ah, die Türen gehen nicht.
Noch ein paar Platten. Können wir das? Ich glaube, das haben sie in meinem Spielstand in dem privaten weggepfeffert. Und... Na, das ist blöd. Okay, machen wir's. Wow, Glück gehabt. Glück, dass da nichts war. Und da habe ich das neu aufgebaut. Das Ding hier. Aber solange es da ist, reiße ich es auch nicht weg. Da können wir nichts. Ja, soweit werden die hoffentlich nicht vordringen. Also. Jetzt nur nicht die falsche Platte wegnehmen. Dann. Oh, und nicht zur Seite fallen. Hier kann man nichts hinsetzen, weil da die Tür ist. Das ist auch ein bisschen blöd. Da, das können wir noch reparieren. Ich glaube, so weit sind sie auch gar nicht gekommen beim letzten Mal. Die Stachelfallen, die vier. Können wir da unten eine Platte... Wow. Shit. Oh oh. Wir brauchen eine Treppe. Treppe. Da. Krieg ich die. Können wir hier nicht hinsetzen, nicht? Shit. Weil hier hin. Au. Ja, über uns halt nur. Hier vielleicht. Warte mal. Was tut mir denn gerade weh? Hä, was hat mir denn hier jetzt wehgetan? Hä? Kapiere ich nicht. Da ist doch gar nichts. Das ist kein Stacheldraht. Ich bin nicht an den Dingern dran. Vielleicht komme ich aber hier so rüber. Oh, puh. Geschafft. Eieiei. Ja, ein bisschen Verlust ist immer, nicht? Oh, nachreparieren und dann ist gut. Wir hätten den Zaun gleich damit machen können. Er kann ihn nicht fokussieren von hier so gut. Mann. Ich bring mich noch selber um mit den Spitzen. Ob man den manchmal fokussieren kann und manchmal nicht, ist mir ein Rätsel. Und dann aus 8 Metern Entfernung, nicht? Das geht dann wieder. Da hätte ich gern so einen Highlighting-Modus, was ich gerade wirklich anvisiere. Das ist ein bisschen nervig. Eine Leiter! Oh, ja. Ihr seid so klug. Da bin ich wieder nicht drauf gekommen. So. Mit Hüpfen. So. Dann ist das nämlich auch verstärkt. Super. So. Ich glaube, drumherum, da könnten wir auch von innen verstärken. Das passt eigentlich sehr gut. Ich hoffe jetzt nicht, dass nachts noch eine Horde kommt. Die unsere Verteidigung verdeppert. Das hier müssen wir noch ein bisschen ausweiten. Und ja. Ich glaube, dann haben wir soweit alles. Oh oh. Werkbank haben wir jetzt auch. Die bauen wir jetzt noch auf schnell zum Ende der Folge. Da ist sie. Der Erfolg mit der Werkbank. Oh. Ach, das ist doof. Weil das Ding... Oh, das ist so ein halbes... Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich den Schrank wegreiße. Ich glaube, der stützt halt das gesamte Haus. Bin mir da echt unschlüssig. Wenn ich hier was wegnehme. Bin mir echt nicht sicher.
können das Bett wegnehmen und dafür die Werkbank hinsetzen. Dann steht die nicht so im Weg. Da haben wir sie. Erfolg. Werkbank. Jawolli. Was haben wir hier noch? Sammle Rohre, sammle mechanische Teile. Und damit steigen wir sogar noch ein Level auf. Und ich würde sagen, nach der Nacht sehen wir uns wieder. Es ist Blutmondnacht. Eine Folge noch sammeln und die nächste Folge kämpfen. Ja. Wir werden mal Richtung Schatz laufen. Ich habe eigentlich nichts mehr zu tun, nicht? Wir haben die Sachen hier vorbereitet. Die können wir noch vor die Tür setzen. Wir haben Nahrung. Wir haben Wasser. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich, könnte man fast sagen. Von daher, ja, sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis gleich.